Ja, liebe Funk- und Bastelfreunde, heute geht es nochmals um CW. Und zwar geht es darum, wie wir denn jetzt die CW-Signale, die wir empfangen, dekodieren können. Ihr kennt das ja alle, man geht so über die Bänder. Hier sind wir auf dem 40-Meter-Band im Bereich von CW. Und ja. So mancher möchte natürlich wissen, was dort so gemorst wird. Nun, in diesem Video zeige ich, ja, wie man so ein Morsesignal umwandeln kann. Denn wenn wir dieses Signal jetzt abnehmen, dann sieht das ja auf dem Oszilloskop so aus. Ja, also es ist ziemlich ein Rauschen und ein Durcheinander. Ich sage mal so, das Signal ist jetzt auch ziemlich schwach. Wir gehen mal hier rüber auf dieses hier. So, jetzt kann man das schon besser erkennen hier. So. Ja, jetzt geht es wieder im Rauschen unter. So ist das nun mal auf Kurzwelle. Und ja, wir wollen ja jetzt versuchen, dieses Signal soll ja jetzt rechteckförmig sein, also digital, damit das Programm quasi diesen Morsecode entschlüsseln kann. Im letzten Video habe ich hier dieses Morserino vorgestellt. Also es ist gar nicht das Original Morserino, aber es ist eine Software, mit der man üben kann, also ein Morsetrainer. Und jetzt habe ich mittlerweile, ich mache das jetzt seit 4 Tagen oder 5. Naja, zumindest kenne ich das Alphabet schon auswendig und kann auch schon mein Rufzeichen hier eintippen. Nein, das ist es nicht. Ja gut, aber wie gesagt, es ist schon, man muss jeden Tag ein bisschen dranbleiben, aber darum geht es ja jetzt nicht. Ja, jetzt geht es darum, dass das umgewandelt wird in digitale Signale für diesen Morsetrainer. Also der soll quasi die Signale hier rein generieren und dann soll man hier sehen, was wir empfangen. Nun, wie funktioniert das? Ich erkläre das mal eben kurz bei anhand einer Schaltung. So, diese Schaltung hier oben, das hier ist die gesamte Schaltung von dem Morsetrainer, den ich ja auch im letzten Video schon vorgestellt habe. In dem Video davor gibt es auch noch einen Link von GitHub, wo dieser Arduino-Code drauf ist und einen Link, wie man ein Tiny mit der Arduino IDE programmiert. So, und das hier ist quasi das ganze Gerät. Das ist nur der Tiny-Chip. Wir haben hier so einen Buzzer-Ausgang, die LED. Hier, das ist das Display, dieses OLED-Display plus minus und hier ist einmal der Dateneingang und Clock jeweils hier angeschlossen. Genau, hier noch zur Stabilisierung der Kondensator. Das Ganze läuft mit 3 Volt. Ja, nun, worum es jetzt geht. Wir wollen jetzt das empfangene Audiosignal, wollen wir jetzt aus dem Rauschen ein quasi digitales Rechtecksignal machen und dieses geht hier rein in den Eingang. Hier ist ein Code drauf, der sehr einfach ist, den zeige ich gleich auch noch mal. Das ist nur so ein paar Zeiler. Der wandelt quasi das analoge Signal in das digitale Signal um. Also das heißt, wir haben hier den Ausgang und das entspricht dann die Taste. Ja, dann gibt nicht die Taste das Signal, sondern hier dieser Chip, der Tiny85, gibt dann am Ausgang halt eben diese Morsesignale aus und der Chip dekodiert das dann und zeigt uns dann in Wörtern, Buchstaben an, was wir hier als analoges Morsesignal empfangen. Es funktioniert nämlich so. Wir haben hier, der Tiny hat analoge Eingänge, also er kann hier über den PB3, das ist ein analoger Eingang,
empfängt er jetzt das analoge Signal. Das geht hier rüber, also die eine Seite ist ja auf Masse und die andere Seite geht hier in den analogen Eingang rein. In dem Code haben wir einen Schwellwert eingestellt, dass er ab einem bestimmten Wert entweder High oder Low setzen soll. Gleichzeitig haben wir hier aber auch einen Spannungsteiler dran, ein POTI, wo wir den Arbeitspunkt einstellen. Das zeige ich euch gleich in der Praxis. Und da müssen wir genau den Punkt finden zwischen 0 und Minus, also High und Low. Und das analoge Signal moduliert dann halt diesen Wert und gibt dann halt entweder nur 0 oder 1 raus. Dann haben wir ein sauberes Signal und er kann das hier schön umwandeln. Ansonsten ist hier nichts zu sagen. Also es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier noch eine Anzeige-LED, die leuchtet dann auch auf. Das ist unser Monitor sozusagen. Und hier kommt dann halt ein negatives Signal raus, denn die Taste geht auch hier über die Masse, über. Der braucht also ein Low-Signal, um halt ein Punkt oder Strich zu erkennen für das Morse-Gedöns. Gut, ja, dann zeige ich euch jetzt mal eben kurz in der Praxis, wie das aufgebaut ist und wie das funktioniert. So, einmal kurz den Code hier erklärt. Also wir haben im Grunde genommen für den Tiny haben wir diesen Eingang, diesen analogen Pin, den 3, Pin 3. Da geht jetzt das analoge Signal rein. Der LED-Pin, Pin 4, ist unser Monitor. Der zeigt immer an, wenn wenn halt ein Morsecode, wenn Ton generiert wird. Und der Morse-Pin 1, das ist jetzt das invertierte Signal, weil ja unser Morse-Trainer bekommt ja nun mal, braucht ein negatives Signal, um zu reagieren. Der Threshold ist bei 400, ne, das ist so ungefähr, also ist ja 1023, ist ja high und 0 ist ja ganz low. Der ist dann ziemlich mittig, da kann man den Arbeitspunkt einstellen und wir haben hier sowohl den LED-Pin als auch den Morse-Pin als Output generiert. Wir brauchen jetzt nicht den Analog-Pin noch als Input hier deklarieren. Der Analog-Pin ist dann, ja, also ich sage jetzt einfach mal, nur die digitalen Pins werden hier als Output oder Input deklariert. Ja, und hier ist halt einfach nur Analog-Value ist halt der Wert, der halt gelesen wird durch den Analog-Pin, Pin 3. Und wenn der größer als der Threshold ist, ne, dieser Schwellwert, dann soll die LED-Pin high gehen und der Morse-Pin low, der ist ja invertiert. Ansonsten ist der Pin low und der andere high. Also es ist eigentlich ganz einfaches, logisches Programm, so dass wir halt eben durch dieses Rauschen, dieses analoge Signal ein digitales bekommen. Hier ist die Schaltung nochmal in unübersichtlicher Manier, aber nun, es ist ja im Grunde genommen genau das, was wir hier sehen. Also was ich euch jetzt zeige, ich drehe jetzt an dem POTI hier und da ist dieser Schwellwert. Wenn ich den zum Beispiel jetzt hier hochdrehe, dann geht die LED an. Und wenn ich den runterdrehe, wenn er also einen gewissen Wert unterschritten hat, dann geht die LED wieder aus. So. Und das sehen wir jetzt hier auf dem Oszilloskop. Wenn ich den jetzt runterdrehe, so, dann haben wir 0. Und wenn ich den wieder hochdrehe, so, das sind dann die Schwellwerte. Das heißt, er kann nur High oder Low ausgeben. Plus oder Minus. Und genau das brauchen wir ja. So, und wenn wir den jetzt hier genau einstellen, genau zwischen Plus und Minus, so, dass er genau geradeaus geht. So, ja, ich weiß, die Kabel sind hier im Weg. Aber wir haben jetzt hier genau den Wert. Und jetzt spielen wir den. Hier, das ist die Audioquelle. Ich habe hier über das Mischpult, das ist der Ausgang einfach nur von dem Rechner. Ich habe über WebSDR läuft dann halt, halt eben der Empfang der Morse-Signale. Über den 100 Nanofarad gehen wir jetzt hier rein. So, jetzt empfängt er so ein gewisses Rauschen. Beziehungsweise ich mache jetzt erstmal hier. So, wir haben jetzt nur das Rauschen. So. Und da sehen wir jetzt natürlich auch zwar nur High und Low, aber es ist ja trotzdem noch über Gebühr. So, jetzt sehen wir das hier auch, dass die LED flackert. Also müssen. Ja, ich wollte jetzt nicht drücken. So.
Also drehen wir den jetzt so weit runter, dass es gerade an der Grenze ist. So, und hier haben wir wieder die Nulllinie. Und als nächstes gehe ich jetzt mal hier rein, wieder in das WebSDR und suche mir jetzt hier den hier aus. Ja, der ist ein bisschen schwach. Ja, obwohl den muss er eigentlich erkennen. Der ist gar nicht schwach. So, und jetzt gucken wir mal hier. Der kommt hier noch nicht drüber. Ja, jetzt ist der schon wieder weg hier. Wir brauchen ein anderes Signal. So. Jetzt empfangen wir das Signal. Weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Ja, es ist. Oh, jetzt geht der Drucker noch. So, jetzt blinkt die LED nach dem Rhythmus der, ja, des Morsens. Also diesen Code hier. Und das sehen wir jetzt hier. Das haben wir, jetzt haben wir schöne digitales Signal, die der auch dann entschlüsseln kann. So, und so soll es aussehen. So soll es halt aussehen. Und jetzt können wir unseren hier an diesen, sage ich mal, Analog-Digital-Umwandler, können wir jetzt hier unseren Morsetrainer anschließen. Also so wie hier auf dem Schaltplan. Das heißt, der Ausgang vom Analog-Digital-Wandler übernimmt jetzt quasi den Taster. Ich finde es ja sagenhaft, wie viele CW-Verbindungen es noch gibt. Wenn man sich das mal hier auf dem 40-Meter-Band anschaut, ist das ja wirklich doch schon einiges. Ne? Also sieht auch hübsch aus. So, jetzt gehen wir weiter zu unserem Decoder hier. Ach so, das muss ich erstmal einschalten. Moment. So, bevor ich euch das nochmal zeige, ich habe hier noch eine Zusatzschaltung gebaut, weil es hat wirklich nicht gut funktioniert, weil ich habe etwas vergessen zu beachten. Die Sache ist ja, wenn wir hier, ich versuche das mal irgendwie so aufzuzeichnen, um das erläuternd zu erläutern. Wir haben ja hier quasi vorher dieses Rauschen gehabt. So, und in den Rauschen hatten wir halt eben so dieses Morsesignal, ne? So. Gut, das wäre jetzt ein I, ne? Zweimal kurz. So, und jetzt ist es ja so, dass ich es ja versucht habe, also das quasi zu digitalisieren. So, aber jetzt muss man ja bedenken, dass dieser Ton, den man hier hört, der ist ja in Wirklichkeit, ist es ja kein durchgehendes High, sondern der Ton selber, also im Grunde genommen, geht der ja so. Das ist ja ein Sinus. So, das heißt, dass er, wenn wir jetzt 1000 Hertz haben, natürlich auch nochmal 1000 Mal in der Sekunde auch nochmal ein Signal abgibt. Und das macht hier den Decoder natürlich total kirre. Das heißt, wir müssen dieses Signal, was wir haben, dieses Sinussignal von unserem CW-Ton, den müssen wir ja umwandeln in einen wirklich stetigen Ton. So. Und wie macht man das? Ja, ich habe es mit einem Brückengleichrichter gemacht. Ja, sieht man jetzt schlecht, ihr kennt das ja. So, und dann kommt ja hier, kommt ja das Wechselstromsignal rein, also der Ton, und dann kommt hier Gleichstrom raus. Und deswegen benutzen wir hier quasi den Gleichstrom hier für diese Schaltung, die das dann auch nochmal digitalisiert. So. Also da kommen dann halt nicht, weil es kam nämlich vorher, wir wollen jetzt sagen wir mal so ein Signal haben. So. Und dann kam nämlich so eins raus. Ne? Also hier, das sind jetzt 1000 Mal in einer Sekunde sozusagen. So. Aber jetzt haben wir ja noch ein anderes Problem.
Es funktioniert trotzdem nicht so gut. Ich mache das mal an hier. So. Wir nehmen jetzt mal hier so ein. So, jetzt müssen wir den Pegel hier einstellen. Das ist auch noch mal ein NF-Verstärker. So. Ja, jetzt morst der nicht, weißt du? Ja, er muss natürlich synchron zu dem hier piepen. Hier können wir auch noch die Empfindlichkeit verstellen. Ihr hört das im Hintergrund. So. Ja, also kurzum, ihr hört, der piepst hier ganz anders als hier. So. Was jetzt bedeutet. So. Wird aber ruhig hier. Mein Gott. Ja, also kurzum, ich hoffe, kann das einigermaßen erklären, was ich vorhatte. Audiosignal von dem CW geht hier über den Ausgang zum Verstärker. Der macht da nochmal 1 Volt Spitze Spitze raus, damit hier die Dioden durchschalten. Dann kommt ein Gleichstromsignal raus und dieses Signal wird halt hier dekodiert, also aus analog digital gemacht und dann soll er das ausgeben? So. Könnt ihr mir bis so weit folgen? Ja, gut, jetzt funktioniert das aber auch nicht, weil wir haben ja trotzdem einen Rauschanteil. Wir haben ja hier trotzdem, wenn wir das abspielen, auch wenn wir jetzt den CW-Modus haben, haben wir ja trotzdem den Rauschanteil. Und der sieht ja so aus, habe ich ja gerade gezeigt. Der sieht so aus. Und hier, diese Spitzen hier zwischen von dem Rauschanteil, die werden ja auch gleichgerichtet. Das heißt, das Ding kommt total durcheinander. Jetzt kommt der nächste Versuch, den ich vorhabe, um das zu dekodieren, damit das auch eindeutig ist. Ich werde jetzt bei dem nächsten Versuch hier den Kollegen nehmen. Einen lichtabhängigen Widerstand. Ich habe jetzt versucht, über das Audiosignal das Signal zu entschlüsseln. Und ja, dass wir halt einen Input haben für unseren Morsetrainer, damit er das umwandelt. Jetzt würde ich hergehen und quasi diese Fotodiode einfach hier drauf machen. Dazu müsste ich aber die Geschwindigkeit, die Fließgeschwindigkeit verändern. Ich weiß gar nicht, ob das hier möglich ist. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann hier die Fotodiode hier vorne anbringen und dann haben wir ja. Dann reagiert er eben auf das Licht. Dann haben wir nicht dieses Hintergrundrauschen, ne? Ja, aber da muss man natürlich auch immer gucken, wo klebt man das Ding jetzt, oder man muss das hier so dran halten. Dann wäre jetzt quasi düt, 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 glaube ich, ne? Also müsste man mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, obwohl im Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Ich mache das mal eben. So, jetzt habe ich hier den Lichtsensor angebracht. So, damit könnte man ja schon mal hier. Na, wo schreibt der? Ich muss ihn das. Naja, gut. Und das muss ich jetzt gleich vor dem Display hier halten. Mal gucken, ob er das dekodieren kann. Ne. Funktioniert nicht. Da kommt noch eine Salve. Kann man mal eben hier gucken, wenn ich da drüber gehe. Ne. Macht er nicht, weil er die Zwischenräume nicht erkennt. Also so funktioniert es leider auch nicht. Ja, schade, ne? Tja. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal, also es gibt im Internet sowas, habe ich schon mal gesehen.
Aber das sind ja dann auch wieder sehr aufwendige Programme. Ich habe es ja jetzt einigermaßen simpel versucht. Also Prinzip halt eben das Audiosignal, dass die Schaltung das erkennt und umwandelt. Aber naja, man sieht ja, ich glaube, das sieht nicht nach einem, das sieht sehr kryptisch aus. Okay, ja, das war jetzt mal wieder ein Versuch, der misslungen ist, aber ich dachte, ich lade den trotzdem mal hoch. Warum nicht? Alles klar. Bis zum nächsten Projekt. Euer Marlo, Delta Oscar 9, Echo Lima Mike.